Was für ein erfolgreiches Wochenende für unsere Berliner Tischtennisspieler. Nach den Berliner Meisterschaften haben dieses Wochenende die Norddeutschen Meisterschaften im Herzen Köpenick stattgefunden. Die besten Spieler aus 6 Bundesländern traten noch einmal gegeneinander an, um die Titel im Einzel und Doppel auszuspielen. Gleichzeitig das Qualifikationsturnier ist zu den Deutschen Meisterschaften. Die ersten beiden qualifizieren sich automatisch, wenn sie denn teilnehmen wollen, für die Deutschen Meisterschaften in Chemnitz. Und die Berliner Tischtennisspieler ließen sich auch nicht lumpen. Unter den 8 besten Männern und Frauen ließen sich insgesamt 8 Berliner Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler finden. Katrin Mühlbach, die zuletzt die Berliner Meisterschaften gewann und an Nummer 1 gesetzt war, setzte sich auch bei den Norddeutschen Meisterschaften durch. In einem rein Berliner Finale setzte sie sich mit 4:1 Sätzen gegen Katja Fierat durch. Letztere konnte sich aber trotzdem über den Titel Norddeutsche Meisterin freuen, denn zusammen mit Jennifer Schmidt gewann sie das Damendoppel und ist selbst ganz überrascht. Ich bin sehr zufrieden und sehr überrascht, dass ich das tatsächlich bis ins Finale geschafft habe im Einzel und im Doppel tatsächlich den Titel geholt habe. Ich habe echt gekämpft und musste mich echt zusammenreißen, dass ich das wirklich irgendwie durchkriege. Bei den Herren erreichte der an Nummer 2 gesetzte Sebastian Borchert das Viertelfinale, musste sich aber nach 7 hart umkämpften Sätzen dem erstgesetzten Frederik Spreckelsen aus Schleswig-Holstein geschlagen geben. Klar, wir waren vorher in 1 und in 2 gesetzt, hab gut reingefunden ins Spiel, es war ein enges Spiel. Ich habe es dann knapp verloren, aber es war auch okay. Also von dem Spielen her war alles okay und ich bin ganz zufrieden eigentlich. Mit seinem Doppelpartner Dennis Aydin schaffte es Borchert in das Endspiel der Doppelkonkurrenz. Das Spiel ging allerdings kampflos an das Hamburger Duo Leighton Ullmann und Patrick Casaeli, da Aydin zuvor durch eine rote Karte vom Oberschiedsrichter für das Turnier disqualifiziert worden war. Der Titel im Herren-Einzel ging letztendlich an Daniel Kleinert aus Schleswig-Holstein, der sich im Finale gegen seinen Landsmann Frederik Spreckelsen durchsetzte. Jetzt heißt es erstmal durchatmen. Doch lange Zeit bleibt nicht, denn bereits in 3 Wochen geht es bei den Deutschen Meisterschaften in Chemnitz weiter. Und hoffentlich sind unsere Berliner genauso erfolgreich wie dieses Wochenende.